Das Orchester der Vereinigten Bühnen Wien, das man so selten zu sehen bekommt, üblicherweise im sogenannten Graben von Raimundtheater der Ronacher versteckt, wird es einmal im Jahr heraus und auf die Bühne geholt. Wenn das Erfolgsmusical Elisabeth vor der eindrucksvollen Kulisse des Schloss Schönbrunn zur Aufführung kommt, zeigt sich auch das Orchester in voller Pracht. So wie in dieser Woche. Vor 11.000 Besuchern wollen Stars und Musiker zeigen, was sie können. Und dafür wurde tagelang geprobt, unter den gestrengen Augen des Intendanten und seines gesamten Stabes. Ich habe mich gerade gewundert, ihr verdient euch das Geld schon leicht. Ja, uns einer muss dafür zahlen, damit ihr das zu sehen bekommt, und ihr werdet bezahlt. Dass wir es uns anhören dürfen, ja, das ist immer wieder schön. Ich könnte es jeden Tag. Worauf achtest du denn als Intendant? Na, ich schaue schon drauf, dass alles passt, aber hier in diesem Fall... Passt ja alles. Ja, du hast ja nichts zu tun. Wir haben es, das stimmt. Heute kann ich es genießen. Text braucht ihr nicht mehr lernen, den habt ihr intus, glaube ich. Ja, das ist auch, das, ja, das schon. Aber das kann auch trotzdem sehr gefährlich sein. Also ich habe auch irgendwann bei Elisabeth, ich glaube bei Show 248 oder was im Raimundtheater damals, auf einmal dem letzten Tanz ist mir auf einmal der Text entfallen. Ich stand das da. Nennt man Blackout. Das kann passieren. Genau, kurz Blackout. Bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn singe, singe ich gar nichts und steige erst wieder ein, wenn ich es weiß. Und so habe ich es dann gemacht. Und wenn sie nicht mitspielen würde? Die Harfe ist ein Luxus in dieser Besetzung. Ihr sanfter Klang kommt im Getose des Orchesters unter all den Streichern und Bläsern ja selten zur Geltung. Wenn die spielt, die hört man ja nur, wenn das Orchester ganz leise ist. Sonst steht die auf verlorenem Posten. Das denkt man so. Ich habe auch hingeschaut jetzt, aber man hört es schon. Die haben wir tatsächlich nicht immer dabei. Das ist hier die Luxusvariante in Schönbrunn mit Harfe und allem drum und dran. Und mit einem neuen Kronprinz Rudolf. Jahrelang die Rolle von Publikumsliebling Lukas Perrmann. Wenn ich nicht dein Spiegel wäre, dann würdest du dich in mir sehen. Dann fielst jetzt übernimmt so Moritz schwer, Mauser. Was ich nicht sage zu verstehen, bis du dich umdrehst. Er ist übrigens Falco, Star des Musicals, das im Herbst Premiere hat. Und Elisabeth-Fan seit Kindheitstagen. Genau, also die DVD habe ich halt ganz, ganz, ganz oft angeschaut als Kind. Ich auch schon mit Maya, deswegen ist es jetzt nochmal so surreal, jetzt plötzlich da zu stehen, wo ich mir denke, da stand doch eigentlich der Fritz Schmidt als Rudolf. Jetzt bin ich jetzt plötzlich vor ihr und... Ist es nicht schön? Es ist sehr schön. Auch sehr schön. Diese Inszenierung bringt gleich zwei Elisabeths auf die Bühne. Die Junge, dargestellt von Abla Alawi. Und die Alte... Maya Hackford. Die Verwandlung der jungen Kaiserin in die Erwachsene ist eine der raffinierten Regieeinfälle dieser Jubiläumsinszenierung. Durch einen choreografischen Trick wird aus Abla Maya. Ich will nicht. Das Publikum braucht immer ein bisschen, ehe es den Wechsel mitbekommt. Diese Lösung natürlich, dass die junge Kaiserin von der Abla gespielt wird und ich dann später einsteige, ist natürlich für mich hervorragend, weil ich in 2012 von der Vorstellung, Theatervorstellung, Abschied nehmen habe müssen und wollen auch. Ne? Im September jährt sich der Todestag von Kaiserin Elisabeth zum 150. Mal. Sie wird heuer also noch öfters zu sehen und zu hören sein.